Hi Leute, ja, ich bin jetzt komplett abgeschminkt und im Nest und ich dachte, aufgrund meiner Schlafstörung, da ich ja eh nicht pennen kann, mache ich noch mal kurz ein Video und ja, ich habe gerade eine Dokumentation noch geguckt bzw. reingeschaut. Da ging es um Drogensucht, um Amphetamine, Kokain und dies, das. Und da muss ich ja wirklich sagen, da habe ich Glück, dass ich ja jemand bin, also wie soll ich sagen, mein Gehirn ist zurzeit oder generell immer nur dabei, irgendwelche Impulse auszusenden. Und ich muss dann irgendwie damit klarkommen. Und überschlägt sich halt irgendwie vor Informationen und so. Ich habe nie bewusstseinserweiternde Drogen gebraucht, so, ne? Oder wollte ich auch nie, habe ich auch nie ausprobiert. Naja, fast nie. Für mich war es immer so, ich wollte immer so dieses Bewusstsein oder die Schmerzen, die ich hatte, psychisch und physisch, ne, wollte ich immer eher abschalten. Also ich war eher anfällig für so Sachen wie Alkohol oder eben Opiate habe ich nie genommen, tatsächlich nicht, weil ich da total Respekt vor habe und ich auch weiß, wie schnell das abhängig machen kann, genau wie Benzos und so weiter habe ich nie genommen. Nee, stimmt auch nicht ganz. Einmal habe ich eine Tavor-Tablette genommen, aber in der Klinik und unter Beobachtung, als sie meine Wirbelsäule anpunktiert haben, um rauszufinden, warum ich im Rollstuhl gelandet bin. Ja, da habe ich die halt gekriegt als Beruhigungsmittel, damit ich dann nicht ausraste. Wäre ich auch so nicht, aber. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Bewusstseinserweiternde Drogen. Ja, das hat mich eben, wie gesagt, nie so interessiert, weil für mich war eher interessant, wie ich einfach mal mein Gehirn dazu bekomme, dass es die Schnauze hält und mich nicht mehr nervt. Und das war dann eher so die Richtung Alkohol und so. Bin ich jetzt auch eigentlich von weg, aber nicht immer komplett und ach ja, das ist kompliziert. In Erfurt hatte ich da wirklich ein Problem mit, als ich dann da ja, da hatte ich ein Problem, weil ich da irgendwie nicht mehr mit diesen Leuten kommunizieren wollte und ich hatte Angst vor denen und dann habe ich mir das irgendwie schön getrunken. Aber Gott sei Dank habe ich das dann irgendwie noch gescheckt, dass es irgendwie aus dem Ruder läuft und versucht, die Notbremse zu ziehen. Der Herrgott möge beurteilen, inwieweit mir das gelungen ist, aber ich habe es zumindest versucht. Irgendwie ist das eine Auge anders als das andere. Auch egal. Ja. In dem Sinne, also ich bin jetzt total müde und ich will eigentlich schlafen. Ich habe meine Tabletten genommen. Ich nehme ja dieses eine Medikament gegen die, also gegen epileptische Anfälle ist das. Und das andere ist ein trizyklisches Antidepressivum, was eigentlich nicht mehr verschrieben wird, nur noch bei wirklich Nervenschmerzen oder eben bei. Ja, bei Epilepsie oder eben Neuropathie, ne, was ich ja habe. Und ich nehme das dann immer und dann bin ich eigentlich ganz ruhig. Es hilft halt auch gegen Panikattacken, wobei ich immer noch welche habe, ne? Und ich muss ehrlich sagen, das Neuroleptikum, also Quatsch, das Antidepressivum nehme ich halt nur alle 2 Tage, obwohl ich eigentlich das für jeden Tag verschrieben gekriegt habe, aber das nehme ich nicht. Jeden Tag, weil ich möchte nicht, dass mein Gehirn zu Mus wird. Und das ist wirklich was, was mein, also was das Gehirn zermatscht. Und ja. Aber ich komme damit klar, die Schmerzen sind weg. Ja. In diesem Sinne, Leute, ich wollte nur noch mal kurz mich zu Wort melden und das ein bisschen erzählen. Problem ist halt, wenn ich das dann genommen habe, bin ich halt auch irgendwie so. Ich will nicht sagen, wie besoffen, das stimmt jetzt nicht, aber eben neben der Spur. Und erzähle dann manchmal auch Zeug, was ich dann am nächsten Morgen wieder bereue. Aber
letztendlich, was soll's. Wir sind alle nur Menschen, wir machen alle Fehler und ich muss es nehmen, ich kann es nicht ändern. Und in dem Sinne, Leute,